Es war einmal ein YouTuber namens Knork, der gemeint hat, hey, voll cool, ich baue einen Community Park, die Leute können mir was hochladen und ich baue das in dem Park. Um die Leute zu motivieren, dass die was einsenden, hat er des öfteren mal gesagt, hey, und egal was du baust und wenn du nur einen Baum baust, ich platziere den hier und es kommt nicht darauf an, wie gut du baust, sondern mach einfach mit. Eine super Idee. Finde ich grundsätzlich sehr gut. Womit der Knork wahrscheinlich nicht gerechnet hat, dass es so Leute gibt, die dann wirklich nur einen Baum bauen. So. Der Baum. So in etwa sieht das Vorschaubild auf Steam aus, wenn man das Ding abonniert. Wenn man das dann platziert, ich habe es hier jetzt ein bisschen auseinandergesetzt, normalerweise ist noch ein Schild dran, Abbildung ähnlich, und wenn man das dann platziert, passiert Folgendes. Knork, ja, ein Baum, lustig und so. Der hat tatsächlich nur einen Baum gebaut. Den baue ich jetzt mal in den Park dann rein. Was er nicht gewusst hat und nicht gesehen hat, nicht sehen konnte, war, dass sich hinter diesem Baum dieses Teil verbirgt. Ein etwas größerer Baum, daher Abbildung ähnlich. Und mit was er gar nicht gerechnet hat, dass dieser Baum aus über 800 Bäumen und insgesamt, weiß ich nicht, 2990 Teile oder so besteht, Knork so. Und wenn ihr nur einen Baum baut, ist das auch in Ordnung. Benutzername, Challenge accepted. Daraus entstand dieser Baum. Wie ihr gerade feststellt, ist der Baum, sobald man etwas näher kommt, so ein klitzekleiner Performance-Fresser. Sprich, das Ganze hat dann damit geendet, dass Knork diesen Baum nicht im Park bauen konnte, weil er sonst nichts anderes mehr bauen kann. War okay und war lustig und das war die Anekdote vom Baum. So, jetzt wird erstmal die Uhrzeit fest eingestellt, weil das habe ich vergessen. Auf 10 Uhr natürlich. So. Ich könnte jetzt sagen, ja, das war's. Das war der Baum. Und vielen Dank fürs Zusehen und so weiter. Wenn er das jetzt sagen würde, würden sich zu Recht alle fragen, hey, das ist jetzt das 100. Video, Special Video 100, und du kommst mit einem Baum daher, den du auch noch gebaut hast. Was soll denn das? Ich erkläre das mal ganz kurz. Ja, das erste Spotlight überhaupt von mir war ein Objekt von mir. Wer es noch nicht gesehen hat, ist jetzt gespoilert, egal, es ist von mir. Daher habe ich mir gedacht, anlässlich der Folge 100 kann ich ja wieder ein Objekt von mir bringen. Ich habe sehr lange überlegt, hey, was machst, machst irgendwie Feuerwerk mit einem 100er und riesengroß trara, bis mir was aufgefallen ist. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen. Ich habe meine Spotlights alle schön durchnummeriert, bis auf die Special Spotlights. Die haben keine Nummer, sondern sind einfach nur in der Playlist, sind aber im Grunde auch Spotlights. Also, es sind Spotlights vorhanden, die in der Nummerierung nicht mitgezählt wurden. Laut Nummerierung ist dieses Video hier das Video Nummer
100. Das ist falsch. Ich habe nachgesehen. Dem einen oder anderen, der hat sicher bemerkt und ist sicher aufgefallen, wenn man mal so einen Blick in die Playlist wirft. Das 100. Video ist im Rahmen der Spotlight Week erschienen, die ja diese Woche zu Ende gegangen ist. Und da gibt es ein Video, das sticht so ein bisschen raus von dem, was ich sage, von der Länge vom Video. Und im Video habe ich auch gesagt, ja, dieses Video ist was Besonderes. Das habe ich so zwei, dreimal fallen lassen und irgendwann auch gesagt, ja, und warum das was Besonderes ist, erkläre ich später vielleicht wieder mal. Hier ist die Erklärung. Das war das Video Nummer 100. Da wollte ich einfach was zeigen, was ich einfach super finde und was ich gerne auf meinem Kanal hätte als Video. Und Arctic Island Exploration Coaster von der Mina ist das eigentliche Video 100, weil die ganzen Special Spotlights, die ich in der Playlist habe, habe ich nicht mitgezählt bei der Nummerierung. Also, das Video hat die Nummer 96. Daraus folgt, dass 4 Videos ohne Nummerierung mit in der Playlist sind. Und jeder, der hier noch auf Mega, Super, Specials, irgendwas wartet, nö, da kommt nichts mehr. Ich beende das Video jetzt gleich. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei der Mina bedanken für den super Coaster, den uns du dahingestellt hast. Und wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an, auch wenn Nummer 96 draufsteht. Eigentlich ist es die Nummer 100. Und in Zukunft, obwohl es eigentlich ja nicht stimmt, ich werde mit der Nummerierung ganz normal weitermachen. Also 101, 102 und so weiter. Auch wenn du jetzt weißt, dass eigentlich immer 4 dazu gezählt werden müssen. Also die Nummer 101 ist eigentlich die Nummer 105 und so weiter und so fort. So, das war das Video anlässlich der Nummer 100, die eigentlich die Nummer 104 ist. Vielen Spaß beim Ansehen von Arctic Island von der Mina. Und ich sage vielen Dank fürs Ansehen von diesem Video. Servus, tschüss und stopp. Nein. Was ich natürlich an dieser Stelle auch noch sagen möchte, ist, wenn du was gebaut hast und sagst, hey, stell das mal vor und so, schau das mal an. Das mache ich sehr gerne. Einfach unter das Video schreiben oder irgendwie lass mir den Link zukommen. Dann schaue ich mir das sehr gerne an. Ich lade keine Toolkit-Objekte runter, ich lade keine Custom-Objekte runter. Dafür schaue ich alles an. Ob das jetzt ein Gebäude ist, ein Flatride mit Theming, ein Coaster mit Theming oder ein Park, schaue ich alles an. So, an dieser Stelle verabschiede mich aber jetzt wirklich. Danke fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.